Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Theater Maui. Rache ist Blutwurst. Oder doch süß? Maurice grummelte. Ansonsten war er still. Vermutlich brummte den anderen beiden nicht so stark der Kopf wie mir. Aber der Kater, der war ihn deutlich anzusehen. Niemand wollte ein Gespräch beginnen oder das alte fortführen. Das Schweigen war unangenehm. Aber ich wollte es nicht durchbrechen. Ich zupfte ein wenig an Manus Haaren. Sie waren glatt und weich. Was machst du da? Ich flechte jetzt deine Haare. Warum will das jedes Mädchen machen? Weil deine Haare perfekt für so etwas sind. Meine fallen dabei immer auseinander. Die Strähnen halten sich irgendwie nicht wirklich. Hattest du schon immer blaue Haare? Was war das denn jetzt für ein Themenwechsel? Aber gut, solange ich seine Haare flechten durfte. Nein, meine Naturfarbe ist ein total langweiliges Braun. Als ich 12 war, habe ich mir das erste Mal die Haare gefärbt. Und ich kam später nicht mehr mit den Braunen klar. Sie passten nicht mehr. Deshalb habe ich mir immer wieder die Haare nachgefärbt. Müsste ich auch mal wieder machen. Das letzte murmelte ich eher zu mir. Wieso? Man kann den Ansatz wieder sehen. Und jetzt wackel nicht so. Manu hatte sich ruckartig umgedreht, um den Ansatz zu sehen. Und deswegen waren mir die Strähnen, die ich gerade so schief zusammen hatte, aus der Hand gerutscht. Ich schnaubte einmal laut auf und ließ das Flechten sein. Ich konnte es ja sowieso nicht. Wer hat gestern eigentlich mit dem Trinken angefangen? Fragte ich nach einer kurzen Stille. Micha sank ein wenig in sich zusammen. Ich, gab er kleinlaut zu. Tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht wirklich weshalb. Ich wollte dich nicht zum Trinken verleiten. Ich zuckte mit den Schultern. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wenigstens kriege ich es nicht in Anschiss. Ich weiß, ist alles meine Schuld. Ja, Schmummel, es ist alles immer deine Schuld. Genau wie meine Geburt. Die war ja bekanntermaßen ein Unfall. Es kann nicht alles deine Schuld sein, Michael. Ich habe mich ja selbst dazu entschieden. Auch wenn ich mich nicht wirklich daran erinnern kann. Aber Maurice hätte ja ein Riesentheater gemacht, wenn ihr mich dazu genötigt hättet. Du kannst dich nicht dran erinnern? Filmriss? Nicht wirklich. Es ist bloß alles verschwommen. An das ein oder andere Detail kann ich mich erinnern. Welche? Ich atmete laut aus. Was weiß ich? Ich kann mich erinnern, dass Maurice laut aus dem Fenster geschrien hat, er wäre eine kleine Schneckchenprinzessin. Da muss er schon sehr betrunken gewesen sein. Und ihr beide habt irgendwie sehr zweideutig geredet. Aber das macht ihr ja auch, wenn ihr nicht besoffen seid. Ist das alles? Mir fällt wahrscheinlich noch mehr ein, wenn ich besser darüber nachdenke. Aber mir ist das relativ egal. Daraufhin herrschte Stille. Maurice schnarchte. Ich bin dafür, ihn zu wecken. Kann's machen. Uns würde er vermutlich totschlagen. Er ist eine Riese. Irgendwie unheimlich, wenn man das im Bezug zu seiner Stimme sieht. Ich hatte ihn mir irgendwie klein und ein wenig pummelig vorgestellt. Aber er ist ein lieber Riese. Und seiner kleinen Prinzessin kann er doch gar nicht böse sein. Ich klimperte mit den Wimpern und sagte die letzten Worte mit einer übernatürlich hohen Stimme. Das sorgte erst einmal einen Lacher von seitens Manus aus. Und ich erhob mich, um in die Küche zu gehen. Wo willst du jetzt hin? Ich dachte, wir wollten ihn wecken, erwiderte ich. Weshalb gehst du dann weg? Ich will ihm ja ein schönes Aufwachen bescheren. Dann ging ich in die Küche und kam mit einem nassen Waschlappen und einer Schüssel mit kaltem Wasser wieder. Die Fragezeichen in den Gesichtern der beiden Jungs verschwanden und wurden zu einem diabolischen Lächeln. Ich schlich mich an Maurice heran und kippte ihm das Wasser ins Gesicht. Was zur... Er fuhr hoch und tastete mit noch geschlossenen Augen nach mir. Ich lief schnell zum Sofa, auf dem Manu noch immer saß, und drückte Micha die Schüssel in die Hand. Dieser besah sie gänzlich verwirrt. Manu drückte ich den nassen Lappen in die Hand. Maurice hatte sich inzwischen aufgerappelt und seine Augen geöffnet. Wer war das? Da Manu und Zombie Maurice noch nicht wirklich wütend erlebt hatten, erschreckte sie seine bedrohliche Tonlage. Zusätzlich war er ein halber Rieser und so konnte er locker als Schläger durchgehen. Hätten wir nicht alle seine sanfte Natur gekannt, wären wir vermutlich sofort weggerannt. So saßen wir wie angewurzelt auf dem Sofa und sahen ihn von unten an. Er sah die Schüssel und den Lappen in den Händen von Manu und Micha. Zielstrebig ging er aber auf mich zu.
packte mich an der Hüfte und warf mich über die Schulter. »Lass mich runter, Maurice!« Ich strampelte vergebens mit den Beinen und wurde von Maurice kurzerhand ins Bad getragen. Ohne ein Wort zu sagen, setzte er mich in die Badewanne. Und schneller als ich reagieren konnte, wurde ich mit kaltem Wasser aus dem Hahn begossen. »Bah! Das kriegst du zurück! Und ihr auch!« Ich nickte zu Manu und Micha, stieg aus der Wanne und lief auf die beiden zu. »Kommt in meine Arme, ihr kleinen Verräter!« Diese hatten während der gesamten Prozedur sich nur in eine Ecke verdrückt und gelacht. Manu erwischte ich mit meiner Umarmung. Micha entkam ins Wohnzimmer. Rache ist Blutwurst. Und ich hoffte, dass ich diese allzu bald verenden konnte. Rache ist süß. Nein, Blutwurst. Wo hast du denn bitte schon den Scheiß her? Michel aus Lönneberger. Oder so ähnlich. Da war der Vater von Michel gemeint zu ihm und dann hatte er irgendwann eine Schüssel voller Blutwurst auf dem Kopf. Keine Ahnung, ich glaube jedenfalls, dass es daher kommt. Dinge, die mich stolz machten. 2 Stunden später meldete sich der Hunger bei uns allen. Wir lagen alle seit dem Wohnzimmer und tippten wie wild auf unseren Handys. Jedenfalls tat ich das. Basti hatte sich endlich gemeldet. Ich hatte ihn für etwa 1 Woche angeschrieben und ihn um die Nummer seiner Freundin gefragt. Dani war ebenfalls einer der wenigen weiblichen Let's Player und eines meiner Vorbilder gewesen. Durch einiges Rumheucheln und unverbindlichem Nachfragen bei Basti war ich mir schlussendlich sicher sein können, dass Dani wirklich seine Freundin war. Ich kann sie mal fragen, ob ihr das recht ist. Ich nehme an, du willst mit ihr aufnehmen? Du hast es erfasst. Das wäre wirklich nice. Sie ist einverstanden. Und du willst auch gar nicht wissen, wie sie reagiert hat. Aber ich will es auch nicht schildern. Danke! Und die Nummer? Ach ja, 023-4575-27853. Ich liebe dich, Basti. Ich dich auch. Du hast eine Freundin. Was spricht dagegen, 2 zu haben? Idiot. Mit wem schreibst du? Mann, Manu. Mit Basti. Basti GHG? Ach nee. Der von Zickzack? Jaha. Über was schreibt ihr? Seine Freundin. Warum schreibt ihr über seine Freundin? Jetzt bist du aber der Stalker. Das hat dich doch nicht zu interessieren. Mich würde es auch interessieren. Micha streckte seine Hand in die Luft und biss von seinem Schokoriegel ab, während er geistesabwesend auf sein Handy starrte. Ich rutschte ein Stückchen vom Sofa herunter. Mit wem schreibst du? Ich rollte mit den Augen. Hättest du aufgepasst, wüsstest du was. Ich schreibe mit Basti von Basti GHG und Zickzack, meine Güte! Maurice war echt nicht multitaskingfähig. Entweder hat er das eine oder das andere. Worüber schreibt ihr? Stalker. Ja, was weiß ich. Vielleicht ist er insgesamt so ein richtig perverser Schwein. Er zuckte mit den Schultern. Ich will nur die Nummer seiner Freundin. Weshalb? Bin ich in einem Polizeifall gelandet? Klar liebte ich Maurice auf eine ganz eigene Weise. Aber manchmal war sein Überwachungswahn echt nervig. Ich hab Hunger. Konnte Manu an echt nichts anderes außer Essen denken? Vermutlich hatte Paluten ihn angesteckt. Er hatte mich sofort nach meinem Lieblingsessen gefragt, als wir aufgenommen hatten. Bin für Pizza. Dann machst du die aber. Es gibt da so etwas auf dem Handy. Damit kann man Pizza auch bestellen. Dann machen die andere und man selbst muss nicht so viel für die Zutaten bezahlen. Aber ich will, wenn der eine vegetarische. Oder vegane. Ich verdrehte die Augen. Wenn du das mit dem veganen Leben wirklich durchziehst, trete ich in den Hungerstreik. Ich verstehe ja schon nicht, wie man mit vegetarischem Essen leben kann. Du kannst auch irgendwas anderes essen. Was wollt ihr anderen? Speckpizza. Was? Speckpizza. Was auch immer das war, aber gut. Micha? Weiß nicht. Margarita? Gut, dann bestell ich mal. Ich scrollte durch die unterschiedlichen Angebote. Wählte Pizza Sanami, diese seltsame Speckpizza, angeblich kanadisch, aber mit irgendwelchen komischen Pilzen drauf, Margarita und irgendetwas vegan für Maurice aus. Ist bestellt. Hoffentlich habe ich die Adresse richtig angegeben. Ansonsten wird die jetzt nach Erlangen geliefert. Hoffen und bangen. Gonzo winselte. Dado, hast du Gurken? Eventuell. Kannst du mal im Gemüsefach nachgucken. Wofür brauchst du sie?
Gonzo isst sie manchmal. Ich müsste morgen Futter einkaufen. Und kommt jemand mit? Ich kann mitkommen. Ja klar, Manu, ganz aufopferungsvoll. Der wollte nur entsprechend viel für sich haben. Ich habe morgen von 12 bis 5 Uni. Maurice guckte wehleidig. Armer Maurice. Aber wenigstens hast du irgendwann einen normalen Job im Gegensatz zu uns. Du hast bald dein Abi und bist generell schlau. Du hast ja eine Klasse übersprungen, nicht ich. Aber das war ja auch langweilig. Maurice runzelte die Stirn. Ihm wurde anscheinend gerade etwas klar. Oh, bitte Gott. Bitte nicht. Wenn er mich jetzt rausschmiss, ich meine, weil es war nur eine Beurlaubung. Außerdem passierte in den Wochen vor den Sommerferien eh nichts mehr. Das Wichtigste, was ich verpasste, war der eine oder andere seltsame Film und dumme Sprüche der anderen. Ich wusste nicht, ob ihm das gerade klar geworden war. Oder er es einfach nicht vor seinen Freunden ansprechen wollte. Wenn das zweite der Fall war, sollte ich mich in den nächsten Tagen in der Nähe von Manu und mich aufhalten. Es verkomplizierte alles. Klar, Schule war wichtig für mich. Aber wenn ich meinen Kanal noch ein oder zwei Jahre halten konnte, hatte ich ausgesorgt. Schon in den vergangenen Jahren hatte ich eine Menge mit der Monetarisierung verdient. Wenn ich alles verdoppelte, da kam einiges zusammen. Na gut, ich wollte die Schule mit einem guten Abitur beenden und meine... Ja, wie hieß das eigentlich? Die Direktorin stellte mein Stipendium für ein Stipendium für Oxford in Aussicht, falls ich mein Abitur in Englisch mit einer besseren Note als 1,4 abschließen würde. Das wollte ich schaffen. Oxford wäre ein großer Schritt nach vorne. Ich würde dort Jura studieren, sofern ich mit Latein und Mathematik durchkomme. Ansonsten würde ich mich in Richtung Medienwissenschaften orientieren. Ich hatte Pläne für meine Zukunft. YouTube war so plötzlich gekommen und hatte schnell einen großen Teil meines Lebens eingenommen. Das hatte mir anfangs nicht gepasst. Aber ich hatte mich dran gewöhnt. Femi? Hä? Ich hab dich gefragt, ob du morgen gut einkaufen willst. Nee, wenn ihr alle weg seid, dann kann ich einen Real Talk machen. Real Talk? Ist ein Format, musst du nicht verstehen, ist anders als das Let's Play. Das ist mir schon klar. Worüber redest du da? Kannst du meine Klickzahlen hochtreiben? Es geht eine Playlist. Ich will's aber von dir hören. Du nährst. Ach nee. Manu, bitte. Ich muss mir noch was ausdenken und wenn ihr nicht da seid, ist es nicht so voll und ich kann besser reden. Du kannst einfach das Video ansehen. Bitte. Sag wenigstens, worüber du im letzten geredet hast. Was weiß ich? Ich massierte meine Schläfen. Mir kam es vor, als wäre Manu das Kind und ich die Erwachsene. Micha und Maurice hatten sich in ihre eigenen Ecken verzogen. Von ihm war keine Hilfe zu erwarten. Ich konnte ihn entweder mit einer Antwort zum Schweigen bringen, was ich nicht wollte, da diese Themen ihn wirklich nicht zu interessieren hatten, oder ihn weiter abschütteln. Zweiteres würde Ewigkeiten dauern. Ich weiß es nicht mehr. Es sind solche typischen Mädchenthemen. Na gut, manche sind Unisex, aber die meisten sind auch sehr auf Mädchen bezogen. Da hatte ich einen guten Mittelweg gefunden. Ich hatte nicht alles preisgegeben, ihm aber anscheinend eine zufriedenstellende Antwort gegeben. Insgeheim wusste ich genau, was die letzte Folge gewesen war. Aber das war nun wirklich kein Thema, über das ich mit ihm reden wollte. Ich hatte schon auch Vorschläge für Real Talk bekommen, auch immer mehr ernstere Themen, aber ich besprach nur Dinge, von denen ich wusste, wie sie waren und wie man sich mit so etwas fühlt. Das hatte ich auch schon öfters klar gemacht. Schon länger kam keine Einsendung wie, wie bekomme ich eine Freundin? Dazu war der Real Talk nicht da. Ich redete über die Fallen im Alltag. Krankheiten, Traumata. Diese Dinge, bei denen andere YouTuber ihren Maul nicht aufbekamen. Anfangs waren nicht alle überzeugt von diesem Format gewesen. Aber nach einiger Zeit gab es Leute, die nur deswegen abonniert hatten. In der letzten Folge hatte ich über Selbstwertprobleme geredet. Ich hatte mich lange Zeit durch das Mobbing nicht selbst für voll genommen. Das war meine Begegnung damit gewesen. Mit meinem Real Talk wollte ich Leuten, die ähnliche Probleme hatten, wie ich zu verstehen geben, dass sie nicht alleine waren. In den Kommentaren unter Real Talk war ein Forum entstanden, in dem sich Leute austauschten und sich untereinander Tipps gaben. Sie waren durch die Anonymität geschützt und mussten sich dafür nicht schämen. So eine Community zu haben, die sich untereinander unterstützt und mich zu nichts nötigt, war ein Wunder auf YouTube. Klar gab es Hater, aber bei Real Talk waren sie so gut wie nicht vertreten. Ich redete und sie hörten mir zu. Ich erzählte von meinen Erfahrungen und sie von ihren.
Selbst wenn sie nicht wirklich viel beizutragen hatten, engagierten sie sich, um den anderen zu helfen. Ich hatte von einer Gruppe gehört, die sich aufgrund von Mobbing zusammengefunden hatten. Zuerst unter meinen Videos, später hatten sie eigene Seiten auf Twitter und eine Gruppe in WhatsApp. Solche kleinen Dinge machten mich stolz, dass ich Leute zueinander bringen konnte. Leute, die sich untereinander unterstützen und halfen. Das waren die Dinge, die mich dazu brachten, weiterzumachen. Weiterhin Stunden in Videos zu stecken und den Hate an mir abprallen zu lassen. Das waren die Dinge, die mich stolz machten. Real Talk. Maurice war in der Uni. Manu und Zombie würden gleich auch losgehen. Ich lag in Maurice Zimmer auf seinem Bett und machte mir Notizen für das Video. Ich hatte mir dieses Mal vorgenommen, über etwas zu reden, das mich teils schon ansprang, sobald ich Twitter, YouTube oder andere soziale Netzwerke öffnete, auf denen ich mit Faceless registriert war. Ich hatte immer öfter auch E-Mails bekommen, die davon handelten, einfach weil die Leute nicht wussten, an wen sie sich damit wenden sollten. Ich fühlte mich wie eine Mischung aus großer Schwester und Kummerkassentante. Die Mails, die waren teilweise echt süß gewesen. Ich liebte meine Community. Wir gehen jetzt! Sollen wir was mitbringen? Manu brüllte durch die gesamte Wohnung. Die Nachbarn mussten uns lieben. Nein, danke. Wann kommt ihr wieder? Keine Ahnung. Irgendwann halt. Ich grunzte und wandte mich wieder meinen Notizen zu. Nach einer Weile des sinnlosen Blattanstarrens gab ich schließlich auf und schmiss das Blatt in den Müll. Ich würde aus einem Bauchgefühl herausreden. Schließlich war das etwas, das mich schon mein Leben lang begleitete. Ich konnte einfach darüber reden. Wäre es nur so einfach. Schließlich überwand ich mich und schmiss die Aufnahme an. Hi, wie man unschwer im Titel erkennen kann, gibt's heute eine neue Folge Real Talk. Dieses Mal geht es um ein Thema, das ihr mir zahlreich geschickt habt. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das wirklich bereden will. Einfach weil meine Freunde, meine Familie, nur meine Eltern wissen davon. Und das auch nicht einmal zu 100%. Es ist das erste Mal, dass ich so offen darüber rede. Das Thema wurde von euch, wie bereits erwähnt, oft gewünscht. Das hat mir gezeigt, dass ich nicht die Einzige mit solchen Problemen bin. Ich habe mich in mein jüngeres Ich versetzt, das so gern ein solches Video gehabt hätte. Auch deswegen mache ich dieses Video. Das war's jetzt aber auch mit Gefühlsduselei. Es läuft wie immer ab. Zuerst rede ich über das Thema an sich, dann meine Erfahrungen und als Abschluss die Erfahrung, die ich daraus gezogen habe. Gerne könnt ihr euch wie bei den letzten Malen auch in den Kommis austauschen. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich wartete einige Sekunden, um meinem zukünftigen Ich einen Cut zu verdeutlichen und mich zu fangen. Das Adjektiv: lesbisch. Substantiv: Lesbe. Heute selten verwendet: Lesbierin. Eigentlich: zugehörig, bezeichnet üblicherweise Frauen. Die wissenschaftliche Bezeichnung homosexuell wird von vielen orientierten Frauen wegen der Reduktion ihrer Empfindungen auf Sexualität abgelehnt. Lesbische Lebensweisen, dem Sexualität auch die emotionale Zuwendung sowie den Wunsch nach partnerschaftlicher Bindung beinhalte oder beinhalten könne. Die lesbische Subkultur hat sich in stärkerem Maße als die Schulenbewegung auch als politische Bewegung verstanden. Lesben waren und sind dabei insbesondere häufig in der allgemeinen aktiv und verstandenen dem Kampf für die Rechte von Lesben lange nur als Teil des allgemeinen Kampfes für die Rechte von Frauen. Mit den kontroversen Auseinandersetzungen der, den sogenannten, wurde auch die zu einem Diskussionspunkt, wobei sich für die Akzeptanz der Homo- und Bisexualität aussprach, während es im Second-Wave-Feminismus einen deutlichen Wunsch nach Abgrenzung von der lesbischen Subkultur gab. Das ist das, was man unter Lesben versteht. Andere würden sagen, Abschaum. Ich verstehe das nicht. Wenn man sich in eine Frau verliebt, ist das nicht anders, als wenn man sich in einen Mann verliebt. Man verliebt sich in eine Person, nicht in ein Geschlecht. Ich machte eine kurze Pause für den Cut. Dann sprach ich weiter. In Gedanken war leer. Ich hatte mal eine Freundin. Sie war lesbisch. Sie wurde von ihrem Vater deswegen geschlagen. Aber immer wenn sie in der Schule war, hatte sie das hellste Lächeln im Gesicht. Sie konnte einen mit einem Lächeln aufmuntern. Immer. Man konnte es nicht wirklich sehen. Sie hat es immer tief in sich getragen. Wollte es nicht zeigen. Sie hatte Angst, die Leute würden sie als Abschaum sehen. Als weniger wertvoller Mensch. Manche Schüler dort hätten sie vielleicht so gesehen. Ich nicht. Die Lehrer womöglich nicht. Sie tat mir so unglaublich leid. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, sie ist tot. Sie hat sich umgebracht. Aber das ist nicht der Punkt.
Ich will nur sagen, dass es sich nicht gelohnt hat. Es gab immer Menschen, die sie noch geliebt hätten. Und es ändert keinen Menschen, wenn er auf das gleiche Geschlecht steht. Man ist die gleiche Person. Deine Freunde werden sich nicht von dir abwenden. Und wenn doch, waren es nie wirklich deine Freunde. Ich habe das Gefühl, ich bin vom Thema abgeschwiffen. Also, noch einmal ganz kurz und knackig. Sagt es, wenn ihr lesbisch seid. Niemand wird euch deswegen verurteilen. Doch, manche vielleicht schon. Aber eure Familie und Freunde werden zu euch stehen. Man lernt mit seiner Sexualität zu leben, da es ist egal, welches Geschlecht man bevorzugt. Ich hab's einfacher. Fucking Bi, Alter. Ich beendete mein Video, speicherte es, schnitt es, speicherte es noch einmal und lud es hoch. Im Anschluss daran produzierte ich noch ein paar Runden Bad Ross. Es war nicht immer einfach, nach einem Mülltag wieder guter Laune zu sein. Aber es funktioniert. Halbwegs. Nun muss ich nur noch warten, wie das Video ankam. So, das war's also jetzt. Und schaut bitte bei der großartigen Shizana Nego vorbei. Sie hat das Bild gezeichnet, ist auch verlinkt und alles mögliche. Danke dafür einmal. Und eigentlich sollte das gestern kommen, aber ich war gestern nicht zu Hause und... Ja... Aber gut. Und schaut bei Nego Theater Maui. Ich hoffe, es war jetzt richtig vorbei. Und lasst Kritik da. Ja. Tschüss.